Hinter den Laboren. Ein Roman von Jörg Bergstedt. Erschienen im Seitenhieb Verlag. Teil 3. Komplikationen. Es ist ein alter Menschheitstraum. Nicht zu altern und nicht zu sterben. Mit einer bahnbrechenden Entdeckung in den Laboren der Spezialfirma BioGeronto scheint er Wirklichkeit zu werden. Doch Komplikationen treten auf. Die Technik wird teuer und es bedarf der Forschung an Embryonen. Gesellschaftlicher Widerstand regt sich. Üblicherweise kein Problem für modernes Firmenmanagement, denn soziale Bewegungen sind handzahm geworden. Doch diesmal verläuft die Sache anders. Die Branche gerät unter Druck und macht Fehler. Laborbaustellen werden besetzt, dann zerstört. Auch die Polizei nimmt ihre Gegner zu leicht und muss lernen. Eine Sonderkommission ermittelt. Das Drama nimmt seinen Lauf. Zwischen Spurensicherung, Vernehmungen, öffentlichen Debatten und Strippenziehen hinter den Kulissen der Forschungsförderung entwickelt sich ein Krimi der besonderen Art. Glauben Sie ja nicht, die fantastische Erzählung könnte irgendetwas Wahres enthalten. Marvins U-Pad signalisierte eine Verbindungsanfrage. Rolf war auf der anderen Seite. Hallo Rolf, was gibt's? Überraschung. Unser Gespräch gestern hat mich ziemlich motiviert. Ich hab gleich mal was gemacht. Nur so als Gag. Ich schick's dir gleich. Hab Spaß. Na, ich bin gespannt. Danke dir. Marvin sah, wie sich die Datei auf das U-Pad schob. Eine Filmdatei. Nicht gerade das, was Marvin üblicherweise auf dem Gerät hortete. Nach wenigen Sekunden war die Übertragung beendet und das U-Pad fragte nach, ob der Film gleich gestartet werden sollte. Marvin bejahte und kurz danach blickte er in einen kurzen Werbespot für die junge Firma, unterlegt mit dem alten Schlagerklassiker Forever Young. Junge und reifere Menschen mit strahlenden Gesichtern füllten die Bilder, dazwischen Laborszenen und Grafiken der DNA. Wahrscheinlich war so etwas mit dem modernen Filmprogramm einfach zu machen, dachte sich Marvin. Er kannte sich da nicht aus. Doch seine Freude über den Jingle wollte er teilen, peilte mit dem U-Pad die Raumanlage an und ließ kurze Zeit später Bild und Ton durchs ganze Institut fluten. »Sau geil!« hörte er aus der Wabe von Dani, während Karin und Ajit schon am Eingang zu seiner Wabe standen. »Wo kommt das her?« »Erstes Ergebnis meines Treffens mit Rolf. Er scheint in Fahrt zu kommen.« »Nicht, dass die Scheinfirma uns am Ende den Rang abläuft,« Marvin grinste. »Selbst wenn. Hauptsache, er würde am Ende alles im Griff behalten.« Eine gute Stunde später kam Chris in die Bürohalle. »Was war das denn vorhin? Ist hier jetzt schon Mittagspartytime?« »Nö«, rief ihm Marvin zu und zeigte am Bildschirm noch einmal den kleinen Werbespot. Chris lächelte über die Fantasie der PR-Leute und freute sich gleichzeitig, bei seinen Geräten und wissenschaftlichen Arbeiten davon unbehelligt zu sein. Gut, dass Karin ihn auf dem Laufenden hielt, dachte er, als er ihre Arbeitswabe ansteuerte. Karin bemerkte ihn nicht sofort. Sie starrte angestrengt auf die Auswertungsergebnisse der neuen Testreihe. »Und?«, lächelte Chris. »Gibt's was Neues?« »Hm, ich weiß nicht. Seltsam das Ganze.« Sie starrte weiter auf den Bildschirm. »Ich glaube, wir müssen da mal reden«, und fügte jetzt flüsternd hinzu. »Am besten auf einem Spaziergang.« Chris schaute irritiert. Aber wenn Karin so etwas für besser hielt, dürfte das Gründe haben. Er nickte und beide verließen die Firma. »Warum willst du denn nicht in der Firma reden?«, fragte er draußen. »Ich weiß auch nicht. Vielleicht rede ich mir auch was ein«, schilderte sie die Bemühungen um neue Firmengründungen und den Lobbyverband. »Was soll dadurch falsch laufen?« »Nun, damit die neuen Firmen Gelder anzapfen können, müssen sie ja auch etwas tun, zumindest formal.« »Meinst du, es bräuchte dann eigene Labore, eigene Leute, die am Ende mit BioGeronto konkurrieren?« »Nein, das eher nicht. Wahrscheinlich werden wir die wissenschaftlichen Arbeiten weiterhin machen. Mal für BioGeronto, mal für andere Firmen. Wie es eben passt und die Gelder fließen.« »Und wo ist das Problem?« »Dass wir es dann nicht mehr in der Hand haben.« »Aber du bist doch in der Strategierunde.« »Ja, da kann ich noch mitreden. Aber die ist nur von BioGeronto. Bei den anderen Sachen werden wir mal sehen, wie die organisiert werden. Es darf ja nicht auffallen, dass alles das Gleiche ist. Also müssen da andere Personen sitzen.« »Und das heißt was?« »Dass wir an anderen hängen, die wir nicht mehr richtig kennen und wo unklar ist, mit wem die zusammenhängen und ihre Strategien klären.« Marvins U-Pad meldete sich erneut. Das Universitätspräsidium wünschte ihn zu sprechen.
Er fühlte Stress aufkommen. Ständige Abklärungen, Treffen, Interviews. Aber wenn er aus der Entdeckung jetzt möglichst viel für die Firma und für sich rausschlagen wollte, musste er das in Kauf nehmen. Es war seine Rolle bei BioGeronto. Ein bisschen beneidete er Chris, den Wissenschaftler, der im Labor glücklich war und sich nun unersetzlich gemacht hatte. Als Entdecker konnte er sich neue Jobs in Hülle und Fülle aussuchen, wenn BioGeronto ihm keine passende Zukunft anbieten konnte. Wie ein Fußballstar, der die wichtigsten Tore geschossen hatte und nun warten konnte auf das nächste Vertragsangebot seines Vereins. Marvin ließ sich zum Verwaltungsgebäude fahren und meldete sich im Sekretariat. »Gehen Sie gleich zur Präsidentin, Sie werden schon erwartet.« Marvin schaute überrascht. »Ja, das Präsidium tagt schon den ganzen Nachmittag. Die Kooperation mit Ihnen stand auf der Tagesordnung, ist aber verschoben worden, bis Sie kommen konnten.« »Ah«, murmelte Marvin und überquerte den Flur zur großen schweren Holztür, hinter dem das Präsidentenbüro lag, ausgestattet mit einem eigenen Besprechungsraum. Nach einem höflichen Klopfen trat Marvin ein und wurde freundlich begrüßt. Die ihm überwiegend unbekannten Anwesenden stellten sich nacheinander vor. Es waren neben den Präsidiumsmitgliedern auch die Pressesprecher und einige Beamte des Technik- und Fortschrittsministeriums dabei. »Wir würden gerne an Ihrer Arbeit teilhaben und diese mit voranbringen«, begann der Pressesprecher wenige Minuten und einige Höflichkeiten später, das eigentliche Anliegen vorzutragen. Mit einer Handbewegung lud er den Ministeriumsvertreter zur genaueren Darstellung ein. »Sie tragen mit Ihrer Entdeckung zum Renommee unserer Stadt und dem Forschungsstandort Berlin-Brandenburg bei. Das wollen wir gebührend beachten und auch darstellen.« Die Runde unterbreitete Marvin den Vorschlag, eine gemeinsame Begehung der Firma mit der interessierten Presse zu organisieren. Wichtiger aber waren Vorschläge, wie Fachbereiche der Universität in die Tätigkeiten eingebunden und, so argwöhnte zumindest Marvin, am zu erwartenden Geldsegen beteiligt werden könnten. Die Vizepräsidenti, zuständig für die Lehrangebote, fügte noch eine weitere Idee hinzu. Ihre Forschung und das Fachwissen Ihrer Mitarbeiter könnten sich auch in unserem Lehrbetrieb abbilden. Wir haben die Hoffnung, mittelfristig einen Lehrstuhl oder vielleicht sogar ein Institut zur Senexik zu schaffen. Die Vertreter des Ministeriums hat bereits Unterstützung signalisiert. Bis dahin würden wir gerne auf Ihr Know-how zurückgreifen und vorschlagen, dass wir zum Beispiel von 2 oder 3 Ihrer Fachleute einen Anteil von 10 Wochenstunden übernehmen und diese hier Vorlesungen, Seminare und Laborpraktika anbieten. Als Marvin nicht sofort positiv reagierte, fügte sie ihr hinzu, das bringt Ihr Institut in die Fachkreise hinein, das heißt, Sie können erwarten, für weitere Referate, Fachtexte und entsprechende Tagungen eingeladen zu werden. Das ist sehr interessant und freundlich von Ihnen, uns in dieser Form zu unterstützen. Wir hoffen ja auch, unsere Forschungskapazitäten ausweiten zu können, versuchte Marvin mit einem dicken Zaunpfahl zu winken. Er hoffte auf Fürsprache bei der SENS, zu der viele Universitätsdozentis hervorragende Kontakte hielten. Insofern können wir nur Stundenkontingente zur Verfügung stellen, wenn wir entsprechend personellen Ersatz finden. Das ist klar. Die Bezahlung für die Stunden erfolgt dann ja im Rahmen von Lehrverträgen. Ihnen bleiben also Mittel, um mindestens eine, vielleicht auch 2 neue Stellen zu schaffen. Wir können auch schauen, ob wir Ihnen bei der Neubesetzung einer solchen Stelle behilflich sein können. Die Runde diskutierte über weitere Details, traf aber nur unverbindliche Absichtserklärungen und vereinbarte, Möglichkeiten zu prüfen. Die weitere Korrespondenz sollte zunächst schriftlich oder auf dem direkten Weg zwischen Marvin und dem Vizepräsidenti erfolgen. Als Marvin die Runde verließ, steckte ihm der Ministeriumsvertreter noch einen Brief zu. Schreiben vom Minister. Er gratuliert Ihnen herzlich und würde Sie gern einmal persönlich kennenlernen. Danke. Marvin griff nach dem noch verschlossenen Umschlag und verabschiedete sich höflich aus der Runde. Gespräche auf solch hohen Ebenen waren noch keine Routine für ihn. Von der eigenen Anspannung war er überrascht worden. Jetzt ärgerte es ihn, nicht offensiver klare Forderungen gestellt zu haben. Im Elektrotaxi öffnete er den Brief, adressiert an die Geschäftsleitung der Firma BioGeronto. Das war er. Sehr geehrte Damen und Herren der Geschäftsleitung, sehr geehrte Wissenschaftlis, ich möchte Ihnen gratulieren zu Ihrem grandiosen Erfolg, der mich gleichzeitig sprachlos und stolz gemacht hat. Deutlich zeigt er, wie erfolgreich unsere Bemühungen waren und sind, den Forschungsstandort Berlin-Brandenburg zu fördern. Angeber, entfuhr es Marvin, schnell froh, dass er allein im Transporter saß. Das Fortschrittsministerium hatte mehrfach Förderanträge abgelehnt. Ohne die SENS wäre BioGeronto Geschichte. Er las weiter. Es wäre mir ein Vergnügen, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Darf ich Sie, Herrn Geschäftsführer Schaluppe, und Sie, Herrn Chris Barmann, erfolgreicher Wissenschaftler und jetziger Entdecker, zu einem Treffen einladen? Als Ort schlage ich den Golfclub am Sediner See vor. Je nach Ihren Interessen können wir dort die empfehlenswerte Gastronomie in Anspruch nehmen oder uns auch sportlich betätigen.
Bitte wenden Sie sich für eine genauere Absprache an mein Büro. Es folgten Kontaktdaten und die Unterschrift mit besten Wünschen. Marvin lehnte sich zufrieden zurück. Das alles bot ständig neue Perspektiven und Möglichkeiten, mit verschiedenen Förderquellen und Konstellationen zu hantieren. Und das mit einem Durchgang Golf, einer Sportart, die er mittelmäßig beherrschte, zu verbinden, schien ihm eine günstige Gelegenheit. Aber Chris? Nicht, dass Marvin ihn als Konkurrenten fürchtete, dazu war der zu sehr nur Wissenschaftler. Als Golfer und taktischen Gesprächsteilnehmer konnte er ihn sich jedoch weniger gut vorstellen. Das Elektrotaxi stoppte. Marvin hatte sich nicht auf die Fahrt konzentriert und fiel fast aus dem Sitz, als er sein Ziel erreichte. Schnell packte er seine Unterlagen und stolperte auf das Firmengelände zu. Karen erreichte mit Chris die kleine Parkanlage, die das Industriegebiet von den angrenzenden Wohnbebauungen trennte. Die Warnung vor intransparenten Strukturen in der eigenen Firma war nur ihr Nebenanliegen. »Hast du bei den Überprüfungstests eigentlich irgendetwas verändert?« »Nein. Wieso?« »Ich finde ein paar Daten aus den Testreihen komisch.« »Was heißt das?« »Weiß ich auch nicht. Aber wir haben jetzt 8 Vergleichsserien durch und es sind jedes Mal fast genau gleich viele, die nicht funktionieren.« »Aber doch immer nur wenige.« »Ja, das beunruhigt mich auch nicht.« »Sondern, dass es immer fast gleich viele sind. Schon bei 8 Reihen ist das völlig unwahrscheinlich, wenn es Zufälle, Messfehler oder technische Pannen wären. Du machst doch nicht jedes Mal genau die gleichen Fehler.« »Nö, ich mache überhaupt gar keine Fehler absichtlich. Ich hoffe, ich mache gar keine Fehler.« »Ja, denke ich dann auch. Warum aber sind immer genau gleich viele Zellen dabei, wo die DNA-Enden nicht repariert sind?« Chris schaute seine Kollegin an und zuckte mit den Achseln. »Weißt du es?« »Nein, aber wir müssen das rausfinden.« »Gut, einfach das normale Prozedere, oder? Proben und Methoden variieren und schauen, ob und wann sich Veränderungen zeigen.« »Okay, ich werde das dokumentieren und gleich mit einer veränderten Zellkultur anfangen. Vielleicht fällt mir noch mehr ein.« Als Marvin die beiden zurück in die Firma kommen sah, rief er Chris gleich zu sich. »Hey Chris, wir müssen mal einen Termin klar machen.« Doch Chris fühlte sich von Karens Bemerkung angetrieben. Das Labor rief. »Geht das auch noch in einer Stunde? Ich muss erstmal eine neue Testreihe ansetzen. Wir haben einige Schwierigkeiten.« Zuerst war Marvin sauer, dass sich Chris ihm entzog. Aber ein Blick auf sein U-Pad verriet, dass die Stunde Verzögerung kein Problem darstellte. Er hatte noch einige Sachen zu erledigen und käme ohnehin nicht früher aus der Firma. Zudem beunruhigte ihn die Formulierung mit den Schwierigkeiten. Doch als er nachfragen wollte, sah er Chris nur noch in der Sicherheitsschleuse verschwinden. Das musste also auch noch eine Stunde warten. Marvin prüfte die neuesten Anfragen. Die SENS wollte ergänzende Angaben, das hatte Vorrang. Dann beantwortete er 2 Fragenkataloge auf Wissenschaftsportalen im Internet. Eine Interviewanfrage konnte er erfolgreich auf Karen abwälzen. So blieb ihm noch etwas Zeit, mit einem ihm gut bekannten Universitätsprofessori über die Idee eines Lobbyverbandes zu sprechen. »Wie schätzen Sie den Vizepräsidenti ein? Lässt dir sich gewinnen oder wäre es eher besser, Sie gar nicht zu informieren?« Die beiden berieten das Vorgehen und Marvin stellte fest, eine erste Interessenti gefunden zu haben. Dann kam Chris. »So, da bin ich. Was gibt's?« Marvin berichtete vom Angebot des Ministers. »Zeig mal den Brief.« »Hier.« Chris las und schüttelte den Kopf. »Ich kann nicht Golf spielen. Ich will auch nicht. Und der Minister ist ein Aufschneider. Der hat von Wissenschaft keine Ahnung.« »Ja, ich weiß. Du sollst mit dem auch kein Fachgespräch führen.« »Was soll ich dann da?« »Wir wollen...« »Naja, Geld.« Marvin erzählte von der Idee der Universität, Chris und andere Dozentis Verträge zu geben. »Mit Professorentitel?« »Weiß nicht«, antwortete Marvin und bemerkte, dass Chris damit offenbar zu ködern war. Er wollte sich das merken. Eine Hand wäscht die andere. »Aber ich könnte ja mal sehen, was sich für dich tun lässt.« Chris lächelte. »Aber die Sache mit dem Minister wäre mir eher unangenehm.« »Gut, dann gehe ich allein hin. Aber wir sollten das elegant regeln. Sag einfach, ich bin krank. Platt, aber vielleicht am einfachsten. Schickst du ihm eine nette Entschuldigung aufs U-Pad?« »Oh je«, seufzte Chris. »Komm, ich weiß doch, dass dir sowas nicht gefällt, aber es hilft mir. Das kannst du doch auch mal machen.« Chris nickte. »Ist okay, werde ich schon schaffen. Ich sage dir den genauen Termin, dann kannst du ein paar Stunden vorher so ein Ding absenden.« »Ja.« »Ich tue dann so, als wäre ich von der Absage selbst überrascht.« »Ja.« Marvin fragte nach den Schwierigkeiten, die Chris erwähnt hatte. Doch Chris beruhigte ihn. »Wir können einige Daten nicht interpretieren. Es gibt einfach keine Erklärung. Darum variieren wir die Tests jetzt noch einmal, um die Ursachen herauszufinden. Ist aber kein Grund zur Panik.« Sich selbst beruhigte Chris damit aber wenig. Er hatte im Labor die Zellkulturen neu gemischt. Vielleicht lag es ja an den Ausgangsmaterialien. Die Zellen stammten aus verschiedenen Proben vom Zellgewebe.
Bislang hatte er immer die gleiche Mischung gewählt. Ob sich was änderte? Der nächste Tag würde die Antwort bringen. Chris verließ Marvins Wabe und kurz darauf auch seinen Arbeitsplatz. Auf dem Flur traf er Karin. Hallo Chris, schon nach Hause? Ja, es reicht für heute. Ich habe meine Stundenzahlen schon wieder überschritten. Ist hier auch was los die Tage? Scheint so. Im Labor sieht Mensch dich ja kaum. Chris schaute Karin an. Ihr Blick schien genervt. Vielleicht hätte er das lieber nicht sagen sollen. Schönen Feierabend dann, zeigte sich Karin nun auch kürzer angebunden und sah, wie Chris schnell dem Ausgang zustrebte. Abweichungen. Im Labor, seinem Lieblingsort bei BioGeronto, stand Chris auch am nächsten Vormittag, als sich die Strategierunde erneut traf. Diesmal ging es um die von der Universität vorgeschlagenen Lehraufträge und den dadurch nötigen Stellenumbau. Und natürlich um Geld. Chris zog Proben und Daten aus den Versuchen des Vortages. 2 Stunden später schickte er die Daten zum Arbeitsplatz von Karin. Als er das Labor verließ, fand er sie schon dort. Oh, Strategierunde verschoben? Nein, schon vorbei. Heute war nicht so viel. Aha. Es ging vor allen Dingen um die Lehraufträge. Marvin hat ja viel vorgefühlt. Sieht gut für dich aus. Was meinst du? Naja, wir werden beide Lehraufträge bekommen und hier entsprechend kürzer treten. Du kriegst wohl sogar deinen Lehrprofessortitel. Oh schön, freute sich Chris, während Karin anfügte. Das bedeutet auch, dass du die wissenschaftlichen Einrichtungen der Uni frei nutzen kannst, Hausarbeiten und Praktika vergeben kannst, hast also viele neue Handlungsmöglichkeiten. Ja, hoffentlich geht's dabei vor allem um Forschung und nicht bloß um Verwaltung. Ich weiß es nicht, aber wir werden es kennenlernen, schaute Karin ihn achselzuckend an. Dann drehte sie sich wieder zu den Daten. Die sehen heute anders aus. Chris schaute ihr über die Schultern auf den Touchscreen. Schau hier, viel mehr Ausfälle. Chris beugte sich weiter vor, scrollte mit den Fingerbewegungen die Daten hin und her. Was hast du anders gemacht? Fragte Karin. Ich habe die Proben anders gemischt. Weniger Haut- und Speichelzellen, mehr Keim- und frühembryonale Zellen. Wie war das Verhältnis? Chris zog sein U-Pad und schickte Karin die Übersicht. Das passt nicht genau, aber die Richtung ist ähnlich. Beide schauten eine Weile auf den Bildschirm. Wir müssen weiter testen mit wechselnden Proben. Vielleicht solltest du die mal ganz ungemischt lassen. Okay, ich setze die nächste Reihe an. Es wird halt dauern. Ja, wäre schön, wenn wir schon mehr Geräte und Mitarbeiter hätten. Vielleicht solltest du da nochmal mit Marvin sprechen und ihm die Lage schildern. Chris schaute lustlos. Doch, mach das, bemerkte Karin seine Abneigung. Erfolgreiche Wissenschaft geht nur, wenn sie sich auch gut verkaufen kann. Ich fürchte ja, du hast recht, aber ich mag die Welt so nicht. Chris ging zurück ins Labor. Seit Tagen wiederholte er dieselben Testreihen. Was auf viele langweilig wirken würde, es war seine Welt. Als er jedoch die Schleuse durchschritt, spürte er ein schlechtes Gewissen, sich nicht um die Rahmenbedingungen zu kümmern. Es ist dumm, nur in deinem eingeschränkten Forschikosmos zu verweilen und darauf zu hoffen, dass andere die Dinge rundherum regelten, hatte Karin ihn kritisiert. Er stand vor den Geräten und seufzte. Es war unübersehbar, wie eng seine Grenzen gezogen waren. Wenn Testreihen ausgeweitet oder verändert werden mussten, waren schnell die Kapazitäten überspannt. Die Zellkulturen stellte zwar eine Mitarbeiter bei GeoGeronto selbst her, aber es war nur eine Person. Die konnte nicht endlos viele Zelltypen gleichzeitig vermehren. Und wenn sie ja freie Tage hatte oder im Urlaub war, konnte er nur von den Vorräten nehmen. Auf dem freien Markt war das Probematerial zwar auch zu erwerben, aber das kostete Geld. Und Chris hatte sich zudem angewöhnt, alles extern gelieferte Material nochmals zu überprüfen, um Fehlerquellen ausschließen zu können. Das dauerte fast so lange, wie sie selbst anzusetzen. Eine direkte Kooperation zum Beispiel mit den biotechnologischen Laboren der Universität könnte hier bessere Handlungsmöglichkeiten eröffnen. Chris rang sich zu der Erkenntnis durch, dass ein Gespräch mit Marvin wohl doch notwendig war, um die forscherischen Möglichkeiten zu verbessern. Am besten wäre es, wenn er über seinen Lehrauftrag direkt den Kontakt an die entsprechenden Fachbereiche knüpfen konnte. Dann könnte er mehr Geräte und Probematerial nutzen. Marvin hatte dann sogar noch eine bessere Idee. Das ist doch nicht weit weg von dem Thema, das du lehren sollst. Ich werde mal vorfühlen, wie schnell das losgehen kann mit Hausarbeiten, Praktika und so weiter. Dann bekommst du nicht nur die Labore, sondern kannst studentische Hilfskräfte für solche Routinetätigkeiten einsetzen. Was ist der Vorteil? Die kosten fast nichts, aber sind meist ganz brauchbar. Oder du denkst dir entsprechende Hausarbeiten und Praktikumstätigkeiten aus. Dann machen die das sogar umsonst. Wer arbeitet denn heute umsonst? Die Bezahlung ist die Benotung. Die müssen das tun. Und das können wir ausnutzen für unsere Sachen. Chris gefiel der Gedanke nicht. Er war immer überzeugt von dem, was er tat. Wissenschaft mit Leidenschaft. Jetzt sollte er Menschen dirigieren, die nicht hinter der konkreten Sache standen, sondern die Note brauchten. Marvin versuchte ihn zu beruhigen.
Komm, du warst auch einmal in der Phase, wo du ausprobiert, dich orientiert hast. Da wärest du froh gewesen um jeden Einblick in Spitzenforschung, auch wenn es nicht dein eigentliches Interesse traf. Und als Chris immer noch skeptisch reinguckte, mit Geld oder Aussicht auf Geld bekommst du alle Menschen für alles. Zumindest fast alles. Das kann dich stören, aber du wirst es nicht ändern. Dann aber ist es doch sinnvoll, das für solche Ziele zu nutzen, statt es anderweitig zu verpulvern, oder? Beide sprachen über technische Details. Es wäre doch gut, zusätzliche Kapazitäten dort anzusiedeln, wo wir direkten Zugriff drauf haben. Also nicht an der Uni, sondern hier. Aber dann fordern wir schon wieder Geld für uns selbst, zweifelte Chris. Das sieht doof aus, dazu habe ich keine Lust. Das ist eben die Frage, ob wir es so machen. Oder uns geschicktere Lösungen einfallen lassen. Was könnte denn sowas sein? Marvin berichtete von der Idee, weitere Firmen zu gründen und von dem Lobbyverband, der die Forderungen nach frischem Geld einbringen könnte. Dann wäre auch BioGeronto wieder gut im Rennen. Denn schließlich kämen die Vorschläge ja von einem Dritten. Chris bemerkte, wie seine Entdeckung nicht nur ganze Lawinen losgetreten hatte an Berichten in Medien und Beiträgen in der wissenschaftlichen Debatte, sondern offenbar noch mehr bei der Akquise und Verwaltung neuer Fründe. Also gut, sagte er zu, Marvin mit den Informationen zu unterstützen, die er brauchte, um die Anträge und Vorschläge passgenau vorzubringen. Marvin war damit zufrieden. Mehr ging bei seinem laborversessenen Mitarbeiter einfach nicht. Wenn es noch Lücken gibt, werde ich mir noch einige zusätzliche Bedürfnisse ausdenken. Wunder dich also nicht, rief er Chris hinterher, als der wieder davonzog. Die Zeit war reif, eine reichhaltige Ernte an neuen Förderungen einzufahren. Da würden viele Fördergeldgebis nicht so genau hingucken, ob auch wirklich jeder Einzelposten Sinn machte. Im Kern ging es um den Ausbau der eigenen wissenschaftlichen und sonstigen Ausstattung, um die Sicherung langfristiger Einnahmequellen aus Patenten und um ein optimales Renommee in Fachkreisen. Rundherum aber ließ sich sicherlich einiges Geld waschen, mit Scheinfirmen und Verträgen, der einen oder anderen umgedeuteten Ausgabe. Was Politikis und Firmen seit Jahrzehnten machten, müsste ihnen doch auch gelingen. Pöstchen für Verwandte und Bekannte, Wohnungen, die als Büros getarnt und finanziert wurden, Urlaubsfahrten im Forschungsreisengewand. Wissen vergolden. Marvin war in seinem Element. Verhandeln mit der Universität, ein neues Förderpaket mit der SENS, veränderte Arbeitsverträge und firmeneigene Dozentis im Lehrbetrieb der Universität. Aus BioGeronto wurde eine vielfach vernetzte Firma. Zwar selbst eher klein, aber immer mehr überall mit den Fingern drin. Durch das Geld von SENS konnten zusätzliche Labore im Haus angemietet, ausgerüstet und zwei neue Stellen geschaffen werden. Chris' Gehalt verdoppelte sich fast. Er schmückte sich jetzt offiziell mit dem Titel eines wissenschaftlichen Leiters der Firma. Das war doppelt praktisch, denn so fielen die Lohnzuschüsse höher aus, von denen ein Teil in der Firma hängen blieb. Zudem waren Förderungen für Hilfskräfte und Praktikantis möglich, was der Firma preisgünstige Bedienstete brachte. Bei BioGeronto gearbeitet zu haben, erwies sich oft als nützlich für die weitere Karriere. Die neuen Praktikumsplätze galten in Studierendenkreisen als angesagte Stellen. Da fiel das hohe Lohngefälle nicht so auf. Die Sache mit der zusätzlichen Firma als Start-up konkretisierte sich in Sachsen, genauer in der BioCity Leipzig. Die organisatorische Aufbauarbeit und Kooperation mit Rolf überließ Marvin lieber Karin. Sonst könnte es zu auffällig werden. Marvin freute sich, wie sich Karin immer mehr zu einer treibenden Kraft entwickelte in Sachen Geldbeschaffung und Ausbau organisatorischer Strukturen, über die Fördergelder eingeworben und weitergeleitet werden konnten. Schon nach kurzer Zeit platzierte sie einen ersten Büroraum im biotechnologisch-biomedizinischen Zentrum der Stadt, um aus der ersten Startförderung heraus weitere Schritte angehen zu können. Das Geld ermöglichte nur eine halbe Stelle, aber das reichte, damit Rolf die Kontakte in Sachsen dichter knüpfen und dort langfristigere Förderquellen anzapfen konnte. Auch ein Name ward gefunden. Senex Aktiv hieß der schnell im Handelsregister eingetragene Betrieb. Marvin frönte derweil der Fördergeldakquise im Freien. Einlochen mit dem Minister war angesagt. Der erschien in bemerkenswerter Begleitung, mit dabei der Pressechefi und die Abteilungsleiterin der Lebenswissenschaften, wo etliche Förderprogramme untergebracht waren. Es wurde eine aufregende Runde, weniger vom Golfspiel her, welches bei solchen Gelegenheiten nur den Rahmen bildete für Gespräche in ungestörter Atmosphäre. Marvin zählte seine Schläge und überlegte, wie viel Geld am Ende wohl jeder von ihnen eingebracht haben würde. Von solchen Stundenlöhnen träumte er sonst höchstens. Zudem war alles wenig anstrengend. Dem Minister war wichtig, sich selbst als weiser Gönner der Spitzenwissenschaft zu inszenieren. Diesen Gefallen wollte Marvin ihm gerne tun, gegen Bares.
Schnell war klar, dass mehr ging als nur Zusatzeinnahmen für BioGeronto. Am Ende stand ein großes Ding im Raum. Ein großzügiger Neubau als Zentrale der Synixix-Forschung. Loch für Loch fügte die Runde neue Ideen für den Wissenschaftspalast hinzu. Viel Platz für etablierte Firmen, selbstverständlich zuvorderst BioGeronto, aber auch für Start-ups. Ein gläsernes Labor für die Öffentlichkeit. Am besten auch für die Nutzung im Unterricht, schlug Marvin vor, und den anderen gefiel die Vorstellung, dafür Töpfer anderer Ministerien anzapfen zu können, ohne sich die öffentliche Ehre teilen zu müssen. Die Lebenswissenschaftsabteilungsleiterin sagte zu, die Grundstücksfrage zu klären. Angesichts leerstehender Industrieflächen auch in den zentralen Bezirken Berlins und angrenzender Städte stünden die Chancen auf einen attraktiven Ort gut. Wo ausreichend Geld sei, sei immer auch ein Platz. Bundesmittel ließen sich als Ergänzung einwerben. Am Loch 14 vertiefte sich die Runde derart ins Gespräch, dass die nachfolgende Gruppe warten musste, bis die Greens wieder frei waren und sie mit ihrem Abschlag fortsetzen konnten. Marvin war zufrieden. Er hatte Distanz gehalten und hoffte, sich als seriöse Gesprächspartner empfohlen zu haben. Chris hatte, wie zugesagt, seine krankheitsbedingte Verhinderung an das Ministerbüro gekabelt. Es wäre auch nicht sein Ding gewesen, bei einem gemächlichen Golfspiel über Gelder und Bauplätze zu feilschen. Bei allen anderen in der Firma war sein Bericht vom lukrativen Golfspiel jedoch heiß begehrt. Selbst Chris schaute, als er vom Labor kurz vor Feierabend durch die Bürohalle kam, bei Marvin vorbei, um sich die neuesten Informationen nicht entgehen zu lassen. Das Ergebnis beflügelte die Mitarbeit dies weiter. Selbst das Hänseln wegen Marvins teurer Mitgliedschaft in einem Golfclub, den er aber so gut wie nie aufsuchte, war vorerst gestoppt. Da rechnet sich das Golfspielen doch. 14.000 Euro Einlage, 2.400 Euro Jahresbeitrag und dann fast 5 Millionen Fördergelder. Das nenne ich ein korrektes Kosten-Nutzen-Verhältnis, witzelte Marvin über seine Seitensprünge ins Sportliche. Wenn alles klappte, war nun auch eine langfristigere Perspektive im Blick. Die Idee des gläsernen Labors toppte das bisher Erhoffte. Doch bis es soweit war, konnten Monate, wenn nicht Jahre vergehen, gefüllt mit politischen Entscheidungskämpfen, Bewilligungen, Planung und Bau. Da könnte unser neues Ding Vergib doch mal einsteigen, befand Karin und erntete Zustimmung. Sie hatte eine erste Internetseite gebastelt, nachdem der Universitätspräsidenti und mehrere andere renommierte Professoris ihre Mitwirkung zugesagt hatten. Karin brachte sie in einem medientauglichen, aber im Kern der Organisation völlig mitspracherlosen Beirat unter. Mit bekannten Namen ließen sich Türen öffnen und Kontakte knüpfen. Aber die Geschäftsführung musste in den eigenen Händen bleiben. Gleiches galt für den Vorsitz. Die Sache ließ sich einfach regeln, denn Chris, als bekannter und gefeierter Erfinder und zudem inzwischen selbst mit einem Professoritel behangen, übernahm den Posten. Schon konnte es losgehen. Die Internetseite wurde online gestellt. Der gemeinnützige Verein Vergib e.V. wurde mit dem Ziel der Förderung der Humanbiotechnologie in Berlin-Brandenburg gegründet. Wichtiger Meilenstein hierfür soll die Errichtung eines gläsernen Labors als Anschauungs-, Lern- und Gründerzentrums für Synexik und biotechnologische Heilverfahren sein. Das gläserne Labor soll im November des kommenden Jahres eröffnet werden. Zeitnah dazu wird Vergib eine 100%ige Tochterfirma gründen, die dann im gläsernen Labor ihre Geschäftstätigkeit aufnehmen wird. Vergib und seine Tochterfirmen nutzen dann das Labor für ihre Forschungs- bzw. Dienstleistungstätigkeiten. Marvin war erst wenig begeistert. Das macht doch alles durchsichtig. Jeder Idiot sieht, dass wir unsere eigene Firma bedienen mit der ganzen Geschichte. Karin schaute erstaunt. Aber das wollen wir doch. Aber so fällt das doch auf. Die Entscheidungsträger wissen das doch ohnehin. Aber die haben auch klar, es ist überall so. Die werden uns keinen Strick daraus drehen. Dein Wort in Spaghetti-Monstis Ohr, ließ er seine Vorliebe für die seit Jahren weit verbreiteten antiklerikalen Sprüche heraushängen. Wahrscheinlich hatte Karin recht. Die Sache mit den Tochterfirmen, denen Gelder und Aufträge zugeschoben werden, war das normale Geschäft. Seine Kontaktpersonen im Ministerium durchschauten diese Zusammenhänge auch, tolerierten sie aber. Sie waren nichts anderes gewöhnt und versuchten eher, auch eigene Vorteile herauszuschlagen. Aber dennoch hatte Marvin Angst, dass die Offenheit auf sie zurückfallen konnte. Ich überlege nochmal, ob sich das geschickter ausdrücken lässt, versprach Karin. Veränderungen. Für Marvin und die Strategierunde brachen neue Zeiten an. Vorbei die Zeit, in der jeweils ein oder zwei Presseanfragen, Fördergeschichten oder interne Verwaltungsvorgänge zu besprechen waren. Jetzt überhäufte sich die Organisationszentrale der Firma mit solchen Tätigkeiten.
Überstunden waren Alltag und Marvin freute sich, dass wenigstens Karin zu einem Aktivposten im Bereich der Fördermittelbeantragung und Abwicklung wurde. Chris hatte das Konzept für seine Vorlesungen und Seminare eingereicht. Er trug jetzt Professoritel. Der war zunächst auf ein Jahr befristet, eine unumgängliche Entscheidung, damit die Berufung schnell und an den ansonsten einzubeziehenden Gremien vorbei verwirklicht werden konnte. Die Eile entsprang der Angst, Chris könnte schnell weitere Angebote erhalten und dann den Standort verlassen. Doch diese Zweifel waren grundlos. Chris wäre um jeden Preis in Berlin geblieben, um weiter die Labore von BioGeronto nutzen zu können. Das war seine forscherische Heimat. Er war aber auch froh über seine persönliche Fortentwicklung und die verbesserten Forschungsmöglichkeiten an der Technischen Universität. Vieles war neu und groß. Anders als in der Firma war er dort selten allein. Es dauerte eine Weile, bis er lernte, Hilfskräfte einzuteilen und mit sinnvollen Tätigkeiten in die laufende Forschung einzubinden. Dass sein Vertrag nur befristet war, sorgte ihn nicht. Viel zu überzeugt war er davon, dass er die Möglichkeiten nutzen würde, um sich hier dauerhaft zu etablieren. Für die laufende Arbeit bei BioGeronto blieben ihm nun noch 3 Tage in der Woche. Hier mussten die neu aufgelegten Förderungen von SENS die erhofften Verbesserungen bringen. Mit dem Geld konnten schnell 2 zusätzliche Stellen geschaffen werden. Eine weitere folgte einige Monate später, als Karin und Chris zusammen mit einem weiteren Mitarbeiter ihre Lehrtätigkeit an der Universität aufnahmen und dafür ihre Stundenkontingente bei BioGeronto verringern mussten. Die SENS-Gelder machten mehrere, auch einige international beachtete Konferenzen möglich. Im Labor erfolgte die gewünschte Nachrüstung. Damit waren die wichtigsten Voraussetzungen für die Ausdehnung der Forschung geschaffen. Weitere Neuerungen waren am Berliner Sitz sowieso nicht geplant. Marvin hatte entschieden, dass die Firma in Leipzig alle weiteren Anträge stellen sollte. So ließe sich vieles aus dem Institut heraus verlagern und die Kontrolle der Akademie abschütteln. Das neue Forschungsfeld mit dem sich allmählich öffentlich durchsetzenden Namen Senexig sollte zu möglichst hohen Anteilen in ihrer Hand bleiben. Dann ließ sich mit weiteren Geldern auch flexibler umgehen. »Ich finde das völlig gerecht«, hatte Marvin in der Strategierunde gesagt. »Wir, nicht die Akademie, haben schließlich VR34 bezwungen.« Eine Gemeinde aus der Kirche des Ursprungs hatte eine kritische Stellungnahme zur Senexix veröffentlicht. Ajit hatte die bei seinen Recherchen gefunden. Sie war in keinem Nachrichtenmagazin erwähnt. Karin und Marvin hatten herzlich gelacht, als sie den Text lasen. Naja, dieser Glaube an Götter ist sowieso von gestern. Und die sind doppelt von vorgestern. Das wird teuer. Marvin wurde ungeduldig. Er fürchtete Probleme bei neuen Förderanträgen, wenn keine weiteren Erfolgsmeldungen in der Öffentlichkeit gehandelt würden. Doch noch immer war die Frage nicht geklärt, wann die Alterung durch Zerfallsprozesse der Chromosomenenden aufgehalten werden konnte, wann das nicht klappte und vor allem warum. Die Schwierigkeiten ließen sich auch nicht dauerhaft im wissenschaftlichen Raum verschweigen. Nur eines war Karin und Chris bislang klar. Je mehr Keimzellen im Probengemisch, desto höher am Ende die Fehlerquote. Da sich alle Zellen nach dem Start zu teilen begannen, gab es echte Keimzellen nur ganz zu Beginn. Danach begannen sie sich zu differenzieren und bildeten schließlich Organismen. Das würde unter das Gesetz zur Erzeugung künstlichen Lebens fallen und war nur wenigen, besonders lizenzierten Instituten vorbehalten. BioGeronto gehörte nicht zu ihnen. Chris selbst, ebenso aber auch seine neu eingestellten Mitarbeiter, waren zu solch einem Rechtsverstoß nicht gewillt. Marvin hatte auch nicht gedrängelt, da ihm das klar und er zudem auch selbst der Meinung war, den jetzigen Erfolg nicht durch solche Risiken und mögliche Skandale aufs Spiel zu setzen. Im Labor versuchten sie Tag und Nacht mit verschiedenen Testmethoden die Ursachen des seltsamen Phänomens zu finden. Wir können den Zellkulturen nach der Testphase einfach keine Hinweise auf grundsätzliche Unterschiede entlocken, hatte Karin in der Strategierunde berichtet. Somit können wir auch nicht erklären, warum sich die einen schadenfrei weiterteilen, während bei den anderen die Chromosomenteilung zur Verkürzung der DNA-Enden führt. Zusätzlich wirkte irritierend, dass die Verkürzung ausgerechnet bei den Zellteilungen auftrat, die als Keimzelle starteten. Denn diese verfügten am Beginn ja von selbst über die Fähigkeit der Selbstreparatur. Entweder lösten die biotechnologischen Manipulationen Nebenwirkungen aus, die ausgerechnet bei den anfangs selbstreparaturfähigen Keimzellen die gentechnische Manipulation neutralisierten, oder es gab noch eine ganz andere Erklärung, die bisher nicht im Blickfeld war. Mit Variationen der gentechnischen Manipulation versuchten die Forschis, diese These zu überprüfen. Das kostete Zeit, Kraft und Geld. Doch keine der Hypothesen über die Ursachen des Phänomens bestätigte sich. Chris' wissenschaftlicher Höhenflug war von diesen Alltagsproblemen abgebremst worden.
Zwar blieb er in der Öffentlichkeit weiter hoch angesehen, erhielt erste Ehrungen und musste manch Anfrage für Vorträge ablehnen, aber im Alltag des Laborbetriebs begann das ständige Wiederholen von Versuchen auf der Suche nach einer Erklärung zu nerven. Obwohl es nur wenige Wochen intensiver Laborarbeit waren und damit keinerlei Ähnlichkeit mit der Dauer der Phase hatte, bevor die Entdeckung gelang, nagte das ständige Warten und Hoffen besonders an Chris. Denn jetzt, wo der Durchbruch geschafft schien, ärgerten Verzögerungen doppelt. Andererseits war Chris Profi genug, um dran zu bleiben. Auch von seinen Mitarbeitern forderte er einen hohen Einsatz, weitere Testreihen durchzuführen. Mit Marvin stimmte er sich nun häufiger ab. Wir können die Probleme nicht dauerhaft verschweigen, rang er mit ihm um eine Konzeption, einen wissenschaftlich sauberen Weg in die Öffentlichkeit zu suchen. Doch Marvin blieb abwehrend. Wir wissen zu wenig, lautete seine Hinhaltetaktik. Gerade jetzt ist die heiße Phase, wo unsere Zuschussanträge behandelt werden. Das war seine eigentliche Hauptsorge. In der Landesregierung Berlin-Brandenburg war ein passendes Grundstück für das gläserne Labor gefunden worden. Die Verwaltung prüfte selbst Fördermöglichkeiten, um auch Bundes- und EU-Mittel nutzen zu können. Das waren goldene Aussichten. Die Laune sank. Als Chris, wie so oft, die Schleuse zum Labor betrat, schlug das Sicherheitssystem an. »Halt die Schnauze!« brüllte er in den leeren Raum. Doch die zweite Tür gab den Weg nicht frei. Wütend schaute er sich um. Es würde eine halbe Stunde kosten, die Kleidung zu prüfen. Noch länger, wenn sie dekontaminiert werden musste. Er wollte nach Hause, aber noch die neue Testreihe starten, die wieder 24 Stunden brauchen würde vor der Auswertung. Er hatte neues Probematerial erhalten und erhoffte sich neue Erkenntnisse. Ausgerechnet jetzt musste das Sicherheitssystem... Chris schaute auf das Paddy und rief das Notprogramm auf. Jene Software, die so viele hier illegal erworben hatten und mit dem sich das Sicherheitssystem umgehen ließ. Kurz entschlossen wählte Chris die nötigen Einstellungen, die innere Tür öffnete sich. Er trat ein und machte sich an die Arbeit. Hoffentlich würde das Notprogramm halten, was es versprach. Sonst würde sein Vergehen jetzt schon bemerkt worden sein oder zumindest in den Logdateien festgehalten werden. Erschöpft hob er nach einer knappen Stunde die letzten Reagenzgläser in den Elektronenrüttler, von dem die Proben dann vollautomatisch zur weiteren Behandlung abtransportiert werden würden. Chris schritt zur Tür, um die Schleuse zu betreten. Sie versagte erneut den Dienst und Chris hackte das System zum zweiten Mal mit der Notsoftware des UPET. Alles schien zu klappen, auch die zweite Tür öffnete. Draußen zog er sich um. Sein Blick fiel auf die Schuhe. Scheiße. Er sah, dass er vergessen hatte, die Laborschuhe anzuziehen. Das Betreten mit Straßenschuhen war verboten. Kein Sicherheitssystem zu einem Labor hätte ihn damit durchgelassen. Wütend darüber, selbst gefehlt zu haben, eilte er an den Bürowaben vorbei Richtung Ausgang. Niemand achtete auf ihn. Es war schwer zu ertragen, den eigenen Ansprüchen nicht gerecht geworden zu sein. Das abendliche Ausgehen sagte Chris ab. Stattdessen versuchte er, bei einem Film zur Ruhe zu kommen, was nur mäßig gelang. Morgendlicher Schreck. Recht spät quälte sich Chris am folgenden Tag aus dem Bett. Mühte sich im Bad und schaffte es schließlich, mit einer Tasse Kaffee aus dem sprachgesteuerten Vollautomaten am Touchtable Platz zu nehmen. Eine Werbung begrüßte ihn, dann erschienen die Schlagzeilen des Tages. Nach dem dritten Scrollen stach ein kleiner Hinweis ins Auge. Zu früh gefreut. Genetischer Stopp des Alterns funktioniert nicht von Anfang an. Chris öffnete den Text und las, wonach er seit Wochen suchte. Die Konkurrenz aus Brüssel hatte den Effekt schon vor längerer Zeit entdeckt und nun herausgefunden, wo das Problem lag. Primärzellen konnten nach der Befruchtung die Veränderung nicht behalten. Unter den vielen Besonderheiten in frisch befruchteten Zellen fanden die Brüsselis einen Mechanismus, der die künstliche Freisetzung von Telomerase wieder stoppte. Wörtlich wurde ein Wissenschaftler zitiert: Mit der jetzt entdeckten Technik wird sich natürlich entstandenes Leben nicht verlängern lassen. Chris schaltete sein UPET an. Drei Anrufversuche waren darauf schon vermerkt, alle von Marvin. Chris ließ die Verbindung aufbauen. »Wo bist du?« »Zu Hause, ich bin völlig kaputt, sorry.« »Okay, kein Ding, du bist ja auch seit Wochen immer über dem Stundensoll. Aber hast du schon die Nachricht aus Brüssel gelesen?« »Ja, gerade eben.« »Das wird einige Schwierigkeiten bringen.« »Auf jeden Fall. Liegt aber auch daran, dass wir es verschwiegen haben. Das war ein Fehler.« »Kann sein, aber es ist jetzt egal. Wir müssen schnell eine Antwort für die Förderer finden.« »Und wie soll die aussehen?« »Du bist der Forscher. Toll.« Beide verabredeten sich im Büro und vereinbarten dort, zunächst die Ergebnisse aus Brüssel in Frage zu stellen. Ohne die Rohdaten sei keine weitere Stellungnahme möglich. Die lägen nicht vor, also müssten die Wissenschaftler erst eigene Tests durchführen. So gewannen sie Zeit.
Chris trommelte die Wissenschaftler der Firma zu einer Besprechung. Sie schwankte ebenso oft zwischen Frustration und Zuversicht, wie sie von Anfragen aufgeregter Fachjournalistis und Boulevardmedien unterbrochen wurde. Kein Zweifel war an der Einschätzung, die Dani zusammenfasste. Tja, da sind die Brüsselis wieder gleich auf. Karen aber munterte die Runde immer wieder auf. Das hat doch Vor- und Nachteile. Wer jetzt auf uns setzt, muss schnell handeln, damit wir die Nase wieder vorn haben. Die Wissenschaftler vereinbarten eine Konzentration auf die Frage, ab wann sich die Neigung von manipulierten Zellen, ihre DNA-Enden zu reparieren, änderte. Dafür waren zusätzliche Geräte und Probematerial nötig. Marvin sollte beauftragt werden, möglichst schnell über seine Kontakte abzuklären, ob eine Vorab-Auszahlung zugesagter Mittel unter Vorbehalt möglich sei, um diese Arbeiten sofort starten zu können. Jung bleiben wird teuer. Die Sache gelang. BioGeronto konnte schnell die eigenen Labore auf die neuen Versuchreihen hochrüsten. Parallel liefen Forschungsreihen an der Universität unter Leitung von Chris. Schon wenige Wochen später hatten sie die Nase wieder vorn. Karen stellte die Ergebnisse in einer dafür einberufenen Strategierundensitzung vor. Also, die Sache ist klar. Wir konnten eindeutig ermitteln, dass sich Zellen, die durch Befruchtung entstehen, erst dann dauerhaft manipulieren lassen, wenn sich die Zellen zu differenzieren beginnen. Früher gehen die eingepflanzten Eigenschaften wieder verloren. Später bleiben sie dann wirksam und werden bei Zellteilungen weitergegeben. Frühestens ist das nach der 8. Teilung der Fall. Durchschnittlich wohl noch später, aber eine statistische Absicherung bräuchte deutlich mehr Versuchsreihen. Darum geht es ja erstmal nicht. Fragen? Dani kannte das Ergebnis schon. Marvin und Ajit guckten skeptisch, schwiegen aber. Ach ja, noch ein Ergebnis. Beim Klonen tritt der beschriebene Effekt deutlich schwächer auf. Hier gibt es sogar einen Anteil, bei dem es von Beginn an klappt, bei den meisten aber spätestens nach der 3. Teilung. Hier können wir also Entwarnung geben. Unsere Erfindung funktioniert. Und was heißt das jetzt? Dani antwortete. Ich glaube, es ändert sich nicht grundsätzlich etwas. Nur wird ewige Jugend sehr aufwendig, außer beim Klonen. So scheint es zumindest jetzt. Ob es aber auch das ganze Leben hindurch hält, wissen wir noch nicht. Das können erst Langzeittests zeigen, fiel Karen ihrem ins Wort. Das sowieso, aber das hilft nichts mehr. Selbst wenn es stabil bleibt, wird es jedes Mal krass aufwendig. Wir müssten für jedes ewig junge Leben schließlich immer viele Zellen manipulieren, statt einer. Wortwörtlich, in jedem Einzelfall wieder neu. Klingt so, als würde es dadurch sehr teuer werden. Das dürfte stimmen, fuhr Karen fort. Und zwar doppelt. Einmal, weil es aufwendig ist und zum anderen, weil es sich wegen des Aufwandes wahrscheinlich deutlich weniger leisten können. Und dann wird es nicht zur Massentechnik und folglich nochmal teurer. Das müssen wir erstmal niemandem erzählen, mischte sich nun Marvin ein. Nutzen wir das doch lieber aus, indem wir sagen, dass wir die Technik noch weiterentwickeln müssen, damit am Ende alle in den Genuss kommen. Das ist aber, zumindest nach meinem jetzigen Verständnis der Abläufe, unwahrscheinlich. Egal. Niemand wird verlangen, dass wir in wenigen Jahren schon den nächsten Durchbruch erzielen. Außerdem, fügte Ajit an, gibt es überhaupt gar keinen Grund, diese Einschränkung, dass sich vielleicht nur wenige ein ewiges oder zumindest sehr langes Leben werden leisten können, öffentlich zu nennen. Da muss erstmal jemand drauf kommen. Ist aber doch völlig klar. Für dich vielleicht als Wissenschaftlerin. Aber wenn du eine passende, also komplizierte Sprache wählst, fällt das doch gar nicht so richtig auf. Was ist mit den Langzeittests? Dafür werden wir Embryonen erschaffen müssen. Das dürfen wir aber nicht. Wer darf das? Und kennen wir da jemand?